Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Im Rhythm Discovery Center in Indianapolis, Indiana. Das ist das weltweit einzige interaktive Trommel- und Schlagzeugmuseum. Und ich bin schon so gespannt, reinzugehen und alles übers Trommeln zu lernen. Wartet mal kurz. Hört ihr das? Es klingt, als würde schon jemand trommeln. Sehen wir nach, wer das ist. Na, kommt. Wow, da ist ein echter Trommler. Sagen wir mal Hallo. Hi, ich bin Blippi. Hey, Blippi. Schön, dich zu treffen. Wie ist dein Name? Rob. Oh, Rob. Du bist ein echt guter Trommler. Danke. Wow. Wir wollen heute alles über Trommeln lernen, aber ich habe noch nie eine Trommel gesehen, die so aussieht. Oh, das ist eine Holztrommel, weil sie aus Holz gemacht ist. Oh, das ist cool. Wie funktioniert die? Da sind zwei Zungen eingeschnitten, die man mit diesen Schlägeln spielt. Willst du es probieren? Oh, und wie ich es probieren will? Okay, wir benutzen diese Schlägel und spielen auf den Zungen. Bläh. Okay, los geht's. Oh, die Holztrommel ist ziemlich lustig. Das war toll. Willst du noch andere Instrumente sehen? Wow, sehr, sehr gerne. Na klar, dann nehme ich diese und gehen wir weiter ins Museum. Wow. Wow, seht euch das an. Das sieht wie eine richtig, richtig, richtig große Trommel aus. Das wie nennt man diese hier? Das ist eine Gongtrommel. Eine Gongtrommel? Wow. Oh. Wow. Benutzt man diesen Schlägel für die Gongtrommel? Ja, genau. Okay, los geht's. Wow. Wow, macht echt Spaß, den Gong zu spielen, denn eine richtig große Gongtrommel macht einen richtig großen Klang. Vielen Dank fürs Zeigen. Sehr gerne. Du hast jetzt ein paar Instrumente gespielt. Willst du einen Beat spielen lernen? Was heißt Beat? Das ist ein Rhythmus, der im Hintergrund von anderer Musik spielt und sich immer wieder wiederholt. Wow, ja, ich würde gerne einen Beat spielen. Okay, probieren wir einen ganz einfachen. Wir klatschen dabei in die Hände. Okay. Wir klatschen also, zählen bis 4 und machen es 2-mal. Okay, das kann ich auch. Zählt bis 4, wir klatschen und machen Beats zusammen. Also gut, bereit? Bin bereit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut gemacht. Ja. Das war toll, ja. Willst du es an der Trommel versuchen? Ja. Kann man Beats an der Trommel machen? Auf jeden Fall. Probier es aus. Okay. Spielen wir die Beats auf der Trommel oder ihr klatscht sie bei euch zu Hause. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wow. Es macht Spaß, Beats zu machen. Vor allem mit einer großen Trommel. Wow. Ich wusste nicht, dass Trommeln so viele Formen und Größen haben. Sind alle Trommeln aus Holz und solchem Material gebaut? Nein, ich habe hier einen Haufen Trommeln aus Metall. Willst du sie sehen? Ja, das wäre toll. Na gut, dann gehen wir. Ich nehme das. Wow, seht mal. Ja, alle diese Trommeln sind aus Metall gemacht. Aber die sehen nicht wie Trommeln aus. Oh, die gehören zu einer Familie von Instrumenten, die Schlaginstrumente heißen. Wow, aber was ist ein Schlaginstrument? Schlaginstrumente sind alle Instrumente, die wir durch Schlagen, Schütteln oder Schaben spielen. Oh, Schlagwerk heißt also, es ist ein Instrument, das man schlägt. Schüttelt, wow, oder auch kratzt. Wow. Genau, so ist es. Wow. Wow, wie heißen denn diese Instrumente? Ja, wir haben eine Tischklingel, wie man sie in einem schicken alten Hotel sehen könnte. Oh, und, ding, ding, ding. Dort hinten haben wir Kuhglocken. Oh, Kuhglocken? Wie von dem Tier? Ja, die bekommen sie um den Hals, um sie nicht zu verlieren. Oh, man will ja nicht seine Kuh verlieren. Wir haben Altarglocken, die in alten Kirchen verwendet werden. Oh, das ist cool. Die sind so winzig. Und Rob, was ist das für ein Instrument da hinten? Das Instrument da hinten ist ein Daumenklavier oder eine Kalimba. Eine Kalimba? Kalimba. 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 Lustig auszusprechen. Ja, das ist es. Wow, das sind ziemlich erstaunliche Schlagzeuginstrumente. Willst du mal das da hinten probieren? Wow, das ist noch so ein richtig großes. Probieren wir es. Wow, wie heißt das Instrument? Das Instrument heißt Tamtam. Wow, hey, und seht das hier. Sie hat einen großen Schlägel wie die Gongtrommel.
Und das Tamtam ist fast so groß wie die Gongtrommel. Aber ist an der hier irgendetwas anders? Ja, es ist ganz aus Metall gemacht. Wow, fast wie die Gongtrommel, aber weil sie aus Metall ist, klingt sie vielleicht anders. Darf ich's probieren? Aber klar doch. Okay, los geht's. Tamtam. Wow, Tamtams sind richtig, richtig laut. Darf ich nochmal? Vielleicht dieses Mal ein klein wenig sanfter. Wow! 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 Es gibt so viele wundervolle Schlagwerkinstrumente, hergestellt aus Holz oder Metall. Hey, kannst du uns noch mehr Instrumente zeigen? Sicher, kommt mit mir. Ich will gleich weiter trommeln. Los geht's! Wow! Seht euch diesen Raum an! So viele wundervolle Instrumente! Rob, wo sind wir? In der Ausstellung Entwickelnde Klänge, wo ich Instrumente aus der ganzen Welt mit verschiedenen Musikstilen habe. Wow, das ist so cool! Wow, und das hier ist echt groß! Wie heißt das Instrument? Das hier heißt Vibraphon. Willst du es mal hören? Ja! Wow! Das klingt so wunderschön. Und? Abgefahren. Wow, es sieht ein bisschen wie ein Klavier aus. Ja, es gibt Tasten hier, die aussehen wie die weißen Klaviertasten und Tasten dort, die wie die schwarzen aussehen. Blippi, ich weiß, du spielst etwas. Mal probieren. Okay, jetzt spielen wir das Vibraphon. Los geht's. Wow, ich mag das Vibraphon, denn es macht wunderschöne Musik. Oder lustige Klänge. Wow. Oh, hey Rob, ist das auch ein Vibraphon? Ja, das ist ein ganz besonderes Vibraphon. Und es hat auch seinen eigenen Namen. Man nennt es Celestaphon. Und es ist aus Meteoriten oder Weltraumgestein gemacht. Wow, gibt's doch nicht. Das ist so cool. Seht, es ist genau wie das andere Vibraphon, nur dass dieses Vibraphon richtig glitzert und reflektiert. Ähnlich wie ein Spiegel. Oh, hey, ich kann mich selbst sehen. Wow, spielst du ein Lied für uns? Gern. Wow. Das war toll! Wow, du kannst wirklich viele Instrumente spielen. Dankeschön. Wow, das war so toll zu hören, wie man das Celestaphon spielt. Oh, ich glaube, ich weiß, welches Instrument das ist. Oh ja? Eine Trommel. Oh ja, eine meiner Lieblingstrommeln. Das ist eine kleine Trommel. Wow. Hast du vielleicht schon bei einer Parade gesehen? Wow. Spielst du mal, damit wir hören, wie es klingt? Aber klar doch. Ich liebe die kleine Trommel. Die klingt so cool, als wäre ich in einer Marschkapelle und marschiere mit. Oh, und ich weiß auch, wie die heißen. Oh ja? Das sind Zimbeln. Schlagzimbeln. Aber ich wusste nicht, dass sie Schlaginstrumente sind. Ja, weil du sie zusammenschlägst. Oh ja. Wenn man etwas zusammenschlägt oder kratzt oder schüttelt, ist es Percussion. Darf ich die Zimbeln zusammenschlagen? Bitte. Ja? Los geht's. Das wird richtig laut. Das war richtig laut. Hey, ich habe eine Idee. Du spielst die kleine Trommel, ich die Schlagzimbeln. Dann sind wir eine Band. Das klingt toll. Probieren wir es aus. Okay, los geht's. Geschafft!
Wow, wir haben zusammen gespielt. Hey, wir waren eine Band. Ja. Das ist, wenn man zusammen Musik spielt. Wow. Danke, dass du uns diese tollen Instrumente beigebracht hast und die Zimbeln mit mir gespielt hast. Ich liebe Zimbeln. Gibt's noch andere Instrumente, die wir lernen können? Klar, gehen wir da lang. Okay. Wow, seht euch das hier an. Das ist so cool. Es gibt so viele Percussion-Instrumente und Trommeln. Ja, Blippi, das ist der Groove-Raum. Hier kannst du jedes Instrument nehmen, das du willst und jede Musik spielen, die du willst. Gut, ich habe Lust, alle möglichen Musikarten zu spielen. Okay, nun, ich muss jetzt sowieso üben gehen. Magst du hierbleiben und etwas spielen? Ja, das klingt toll. Du gehst üben und ich spiele mit ein paar Schlagzeugen und Instrumenten. Na gut, dann bis später. Wir sehen uns. Wow, ich bin so aufgeregt, Schlagzeug- und Percussion-Instrumente zu spielen. Aber ich habe ein Problem. Welches spiele ich zuerst? Ich muss mich entscheiden. Es gibt viele Trommeln. Wow, seht mal hier. Es gibt Trommeln, die richtig groß sind. Und diese hier ist ein Kreis. Wow. Wow, aber Trommeln haben verschiedene Größen und Formen. Wie diese. Ja, diese hier, seht, ist ein Rechteck. Ja, ein Rechteck mit vier Seiten. Zwei davon sind etwas länger, also kein Quadrat. Ein Rechteck. Wow. Was sollen wir noch spielen? Wow, seht mal hier. Ja, habt ihr schon mal sowas gesehen? Das ist ein Shaker. Du hältst deine Hand an der Seite und schüttelst. Oh, wir haben kleine Shaker, aber wenn ihr wollt, dann haben wir auch richtig große Shaker. Oh. Wow, ja, der hier sieht irgendwie albern aus. Ja, er ist mit Perlen bedeckt und hat die Farben Rot und Schwarz. Aber der Shaker drunter hat die Farbe Weiß. Wow. Ich frag mich, was wir benutzen können für coole Beats und lustige Trommelmusik. Oh, seht mal hier. Dieses Instrument sieht fast aus wie eine Trommel, aber es hat all diese kleinen Dinger an der Seite und wenn man es schüttelt, klirrt und klappert es. Das ist ein Tambourin. Wow, und ich liebe Tambourinspielen. Die klingen so super toll. Wow! Puh. Das macht so viel Spaß, all die ganzen Schlagzeug- und Percussion-Instrumente zu spielen, aber wir sollten mal Rob finden. Rob, du kannst wirklich gut Schlagzeug spielen. Danke, Blippi. Wow, was ist das für ein Schlagzeug? Das ist ein Drumset, also eine Reihe von Trommeln, die man als ein Instrument spielt. Wow, es gibt so viele Trommeln und Zimbeln. Ja. Das ist echt cool. Willst du es mal probieren? Ich würde es sehr gerne probieren. Na dann. Das wird lustig. Wow. Bitte. Jetzt die Schlagzeugstöcke. Und soll ich hier sitzen? Mhm. Okay. Ich bin bereit zu spielen. Aber Rob... Hast du ein paar Tipps fürs Schlagzeugspielen? Ja, erinnerst du dich an das Zählen von vorhin, als wir geklatscht haben? Ja, wisst ihr noch? Wir haben gezählt, geklatscht und Beats gemacht. Also diesmal wird deine rechte Hand genau das tun, was wir vorhin beim Klatschen gemacht haben. Sie wird 1, 2, 3, 4 spielen. Und die linke Hand bleibt eigentlich gleich, spielt dann aber nur auf 2 und 4. Oh, cool. Hey, wir werden jetzt das hier mit der rechten Hand spielen und machen 1, 2, 3, 4. Und spielen nur auf 2 und 4 mit der linken Hand. Aber das Schwierige ist, es gleichzeitig zu spielen. Okay, also eins nach dem anderen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt nur 2 und 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt zusammen.
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Macht echt Spaß. Das war toll. Nun, ich will nicht nur Schlagzeug spielen, sondern ich will rocken. Wow, das war fantastisch. Wow, danke für die Tipps, Rob. Es war super, so viel über Trommeln und Schlaginstrumente zu lernen und dass du uns rumgeführt hast. Oh, sehr gerne. Ich habe da aber noch eine Sache für uns. Noch eine Sache? Ja, ein paar Freunde kommen vorbei, um Musik zu machen. Willst du mitspielen? Ja, ich will sehr gerne mitmachen. Na, dann gehen wir. Okay, gehen wir. Hey! Hallo zusammen. Wow. Das ist mein Kumpel Blippi. Wow, hallo. Wow, das ist ja ein fantastischer Trommelkreis. Ist es okay, wenn ich mit euch spiele? Na, was denkt ihr? Ja, okay. Ich denke, wir können anfangen. Na dann, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Probieren wir es. Sollen wir so klingen wie ein großes Gewitter? Wow. Na dann, okay. Los geht's. Der Wind wird stärker. Jetzt hören wir einen leichten Regen. Du benutzt deine Finger? Jetzt hören wir etwas mehr Regen. Das ist ganz schön viel Regen. Donner! Wow! Sehr gut. Jetzt regnet es nur noch ein bisschen. Echt leiser Regen. Jetzt wird's wieder etwas stärker. Und ein wenig lauter. Und Gewitter! Gewitter! Wow! Sehr gut. Oh, wow, das war gut. Ich glaube, es verzieht sich. Oh. Okay. Also gut, spielen wir jetzt einen Rhythmus zusammen? Ja, das wäre toll. Okay. Ich spiel's einmal und ihr spielt's danach. Wir probieren's aus. Okay. Okay, das war toll. Probieren wir es zusammen. Das ist gut. Ja. Oh. Sehr gut. Und jetzt machen wir den großen Trommelwirbel. Wow! 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 Das war fantastisch. Das habt ihr toll gemacht. Toll gemacht, ja. Leute. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war großartig. Ja! Wow, das hat so viel Spaß gemacht, alles über Trommeln und Percussion zu lernen und in meinem ersten Trommelkreis zu sein. Freut mich, dass du es mochtest. Ich habe was für dich, wenn du weiterhin Schlagzeug spielen möchtest. Wirklich? Ich hätte gerne etwas, um weiter dran zu bleiben. Na dann, bitteschön. Wow, meine ersten Schlagzeugstöcke. Probier sie aus. Okay, los geht's. Wow, sie leuchten in meinen Lieblingsfarben, blau und orange. Oh, ja. Danke, Rob. Also, bis später. Okay. Bye-bye. Bye. Hey, das war so schön, mit euch etwas zu lernen über Trommeln und Schlaginstrumente hier im Rhythm Discovery Center in Indianapolis, Indiana. Hey, was war euer Lieblingsinstrument, das wir heute gespielt haben? Wirklich? Das mochte ich auch sehr. Nun, das ist das Ende dieses Videos, aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Toll, okay. B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Also, wir sehen uns. Oh, und ich muss noch etwas weiter trommeln.
ist nicht fair.